Geile Geschichte. Ihr seht mich und im Hintergrund das Zelt. Ja, was wird das wohl heißen? Richtig, es geht wieder über Nacht. Genauso wie beim vorletzten Video jetzt. Genau, zwei Nächte sogar. Ja, das noch Schönere an der Geschichte ist, diesmal an einem bekannten Fluss von uns. Ihr werdet sie kennen, die schöne Saale. Und was noch oben drauf kommt, der liebe Luni und der liebe Thomas, die haben sich wirklich ins Auto gesetzt und sind hier fast 3 Stunden hergefahren. Das heißt, die sind jetzt auch mit von der Partie in den 2 Tagen und den 2 Nächten. Ja, freut mich natürlich ungemein. Wie beim letzten Video, würde ich sagen, könnten wir es so versuchen, dass ich wieder weniger auf das Tackle drauf eingehe, sondern eher so die Fische sprechen lasse. Aber ihr wisst, wie es ist am Fluss, der kann manchmal sehr zickig sein. Auf jeden Fall werden wir versuchen, ja alles zu fangen, was möglich ist. Robert kommt heute Abend übrigens auch mal vorbei. Mal gucken, ob er sich vor der Kamera sehen lässt. Angeln wird er leider nicht. Der ist gerade zu Hause ein bisschen eingebunden. Aber den werdet ihr vielleicht auch noch mal sehen. Vielleicht hat er auch noch 1, 2, 3 warme Worte für euch. Luni, ist bis over. Nee. Was ich eigentlich sagen wollte, genau. Luni, der versucht jetzt erstmal speziell, was ist speziell, aber erstmal Überschrift Karpfen. Wahrscheinlich bei dir, ne? Ja, ja. Ja, ja, sagte. Genau, er hat jetzt eine 24er Murmel, glaube ich, dran und eine 14er Dampe, richtig? Ja. Genau, ja. Und Thomas, der versucht hier heute, übrigens Thomas, der hat jetzt eine kleine Premiere jetzt schon, der hat heute seine erste Grundel im Leben gefangen. Petri dafür, Thomas? Danke. Da ist er, also hört die Jungs auf jeden Fall schon mal, sehen werdet ihr auch, bin ich mir sicher. Und ja, ganz heiß ist Thomas auch auf eine schöne Barbe. Der angelt jetzt, also ja, muss jetzt erstmal gucken, wie er überhaupt angelt, weil er hat ja eine Menge Ruten bei, das heißt eine Menge Ruten, aber man muss halt noch gucken mit seinem Tackle, wie er das anstellt, weil wie er es halt gesagt hatte, da wo er herkommt, angelt er halt sehr gerne, oder wie man so schön sagt, in seiner eigenen Bubble. Jetzt ist das für ihn auch so ein bisschen neu hier. Angeln an sich nicht neu, aber halt in den Umständen entsprechend. Ne? Du hast ja natürlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit der Fließrichtung, dadurch, dass es halt die Saale ein großer Fluss ist. Aber ich denke mal, wie er es dann letztendlich macht und ob er was fängt, werdet ihr dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wie ich schon sagte, da ziehe ich wirklich mein zartes Käppi dafür, dass die Jungs hier den Weg auf sich genommen haben. Da freue ich mich sehr. Und wäre natürlich noch schöner, wenn die Jungs natürlich auch dementsprechend was fangen. Ist halt für das letzte Mal so gewesen für Thomas, dass er halt versucht hat, uns an den Fisch zu bringen. Das hat ja auch schon gut geklappt. Aber ich sag mal, die Latte, da gibt es keine Grenze. Die kann man ruhig ein bisschen ausreizen. Deswegen bin ich mal gespannt, was das jetzt hier die 2 Tage wird. Ja, genau, zu mir. Ich werde es mit einer ein bisschen fiedern, mit meinen bekannten Dumbles. Die kennt ihr alle. Und Thomas, wenn der dann letztendlich auch weiß, wie er dann angeln wird, werde ich es dann auch noch sagen und zeigen vielleicht. Genau, eine Fiedern, wie gesagt, mit meinem Dumble, also ich jetzt gerade, und die andere werde ich jetzt gleich auf Köfi rausschmeißen. Wenn ich jetzt erstmal noch einen Köfi fange, dann muss ich jetzt erstmal noch mal kurz ran mit der Stippe. Aber ja, tu der Sache alles keinen Zwang an. Thomas hatte eingangs recht schnell schon 2 Stück gefangen. Ich hatte aber schon den ersten Abriss gehabt. Ist immer so, wenn man an den Steinpackungen angelt, das musste ein bisschen, ja, das Risiko eingehen. Aber da steht er bekanntlich auf der Fisch. Ob der wirklich da auch steht und ob wir da auch wirklich einen Fisch fangen, werden wir sehen. Jetzt habe ich einen Biss auf der Fiederrute. Mein erster Fisch heute. Ah, ich nehme ihn mal mit. Live-Bit. Ja. So, Freunde, ich melde mich erstmal ab. Wenn es Fisch gibt, zeige ich ihn euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose. Alter, ist aber dran. Eieieiei, ein paar Blätter. Der Thomas, oder ne? Nicht gefangen. Veralbert er uns. Ja, aber der Thomas, der konnte schon auf jeden Fall eine schöne Brasse fangen. Und seine erste Grundel.
Deine erste Krone in deinem ganzen Leben, Thomas? Ja. Du mit deinen 34 Lenzen, richtig? Ja. Mm. Und ich bin sehr stolz auf die Gründe, weil bei uns gibt es sowas nicht. Mm. Ja gut, sei ihm gegönnt. Schön, auf jeden Fall. Was auch schön ist, auf jeden Fall, ist, dass der Köderfischhaushalt für heute Abend auf jeden Fall gedeckt ist. Da konnte ich gerade eine ganze Handvoll fangen für die Nacht. Das ist auch das, worauf ich mich heute mit so erstmal heute, weil morgen habe ich ein bisschen was anderes vor, heute so am meisten mit freue. So ein bisschen hier, oder? Mal diese Verwacklung wegmachen hier. Genau. Ja, das ist auch das, wo ich mich heute, wie gesagt, heute Abend ein bisschen ganz toll freue. Das Gute ist, jetzt in der Zeitumstellung wird schon relativ zeitig dunkel, also ich glaube um 5 wird es schon dunkel. Und dann gehen dann dementsprechend bis morgen früh, bis es hell wird, zweimal die Köwi-Ruten ins Wasser. Ja, ich habe bis jetzt noch nichts gefangen auf meinen größeren Ruten. Hatte jetzt 3-4 Bisse schon mittlerweile gehabt auf der Federrute, aber konnte nichts landen, wer weiß, was das war. Und die andere Köwi-Rute schweigt noch. Ja, wie ich sagte, ich setze dann auf heute Abend auf die Stunden. Und morgen habe ich ein neues Ziel. Habe ich mit Thomas schon so abgequatscht. Mal gucken, ob er das vielleicht heute schon eher schafft wie ich morgen. Aber das werde ich euch dann morgen verraten, wenn es dann soweit ist. Ja, wie gesagt, 2 Tage bleiben wir. Heute sagen Tag 1, morgen Tag 2 und am Tag 3 werden wir dann zum Mittag dann abdüsen. Das ist schon mal so ein kleines Zeit. Oh, hier piept es überall an jeder Ecke. Ja, das ist ein kleines Zeitfenster, wie wir uns das hier gedacht haben. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Wie gesagt, für mich auch das erste Mal, dass ich hier überhaupt Nachtangeln mache. Am Fluss hier an der Ecke. Ihr wisst ja, wie oft wir hier schon angeln waren, aber nachts technisch. Schade, Roby, wenn du das siehst, dass du halt leider nicht dabei bist, aber aufgehoben ist auf jeden Fall nicht aufgeschoben, das holen wir nach. Und vor allem holen wir es ganz schnell nach, wenn dann natürlich dementsprechend der Fang vollkommt. Aber soweit muss es erstmal kommen. Bleibt dran, ihr Lieben. So, da ist schon der Thomas. Gerade eben habe ich euch was erzählt und jetzt sagt er, hängt. Bin mal gespannt hier. Du willst nicht? Ich komme mir vor, du. Ja, ich bin nur wegen deiner Angel. Dübel, oder was? Warum auch kein Kescher, du? Dübel. Petri, mein Junge. Nice. Zeig mal her, den Kollegen hier. Ui, Petri. Aber auf den Beut, ja. Das ist schon wieder ein Größenverhältnis, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, ja, fräsrig. Petri. Mach langsam. So. Mach langsam. Yeah, unsere Freunde hier. Guck hier. Petri. Das ging jetzt da Schlag auf Schlag hier. Jetzt kommen sie vielleicht zum Abend, ne? Oha, massiv. Massiv, du. Aber mein größter heute, du. So, Freunde, mein erster größerer für heute. Ich sag nichts dazu. Ist der erste Fisch eine Brasse? Wird der Tag klasse. Petri. Thomas, ich komme. Was ist passiert? Die ist riesig. Was passiert? Es ist eine Riesengrunde. Alter. Ja. Oh, bis? Auf hier. Oh, bei dir bist du. Ja, wie gesagt, Thomas, PB gerade. Jetzt krieg ich die Kamera nicht hier hin. Schade, gerade gut gebissen auf der Federrute. Du, da ging sogar ein Freilauf, der Biss. Hast du mitgekriegt? Die Runde auch. Ja? Schade. Das ist ein Monster. Ah, es hat gerade gut gebissen hier. Ich glaube, es geht das hier los zur Abendstunde, ne? Also die Federrute, dann hier Thomas, da hat er. Haben wir den Döbel gezeigt gehabt? Ja. Ja, haben wir gezeigt gehabt. Jetzt geht das ja los vielleicht. Oh, geil. Schön. Tagsüber, das sind wirklich alles zäh, die Geschichte. Aber wir bleiben mal dran. So, Freunde. Thomas, Big M Drill. Ich glaub's kaum. Was ist dein Köder? Kannst du den beiden noch erzählen? Der Aminobeuli. Aminobeuli. Der gleiche wie am See. Geil, super. Alter. Krass, mein Leben. Ah, ich will jetzt nicht in der Steinpackung, ne? Naja, halt den bloß auf Spannung, ne? Der hängt schon. Ne, jetzt hab ich ihn. Bleib schön gespannt, Thomas, ne? Ja, ich hab Angst wegen dem Stein. Ja. Der hängt schon am Stein. Ich muss den höher ziehen. Ich muss ihm richtig die Energie geben, glaube ich. Ich hänge immer an den Steine, jedes Mal. Jetzt hänge ich wieder.
Komm mal her, komm mal hier. So weit bleibt es schwer. Leute. Jetzt kommt er, ne? Ja, komm. Nönne, willst du das machen? Mit Kescher oder soll ich machen? Mit Kescher, wenn du willst. Ja, boah. Nein! Nein! Petri! Nein! Da ist er! Nein! Da ist er! Petri! Amigo! Amigo Grande! Ist nicht dein Ernst. Da ist er. Ist nicht dein Ernst. Aber Fakt. Marco, das ist schlecht. Verarschst du mich? Da ist ein Vogel. Das ist eine Barbe, Alter. Das ist eine Barbe. Wir sehen uns auf der Matte. Verarschst du mich? Jetzt nochmal, Thomas. Ich hab meine erste Barbe. Petri, mein Lieber. Schön. 56. Ja. Und noch nie gemacht. Geil. Ey. Super. Halt's mal ein bisschen die Kamera hier für die Groupies. Schönes Tier. Schön. Freut mich für dich, du. Der beste Guide der Welt. Ich sag's immer wieder. Ja, also. Der beste Guide der Welt. Ich hab eine Grunde und eine Barbe am ersten Tag. Ich kann morgen nach Hause fahren. Das war's. Ich kann morgen fahren. Morgen früh seid ihr alleine hier. Das kannst du vergessen. Freunde, ihr merkt die Euphorie. Also da hat's wirklich den richtigen getroffen, der eine Barbe fängt. Schön. Geil. Weiter geht's. Der Arm ist noch jung. Hör auf. Auf die Kamera habe ich drauf gedrückt. Nee, Licht an der Seite. Nee, da brauche ich nur so. Ab, Scheiße. Nein! Ah, ich weiß nicht, ob das passend war oder. Ah. Läuft Kamera? Ja. Gehört halt auch dazu. Keine Brasse. Bist du, oder bist du nicht her? Ich kann sehen. Ja. Ja, ist okay. Aber keine Brasse, ne? Ach. Ein kleiner Kundendeckel. Aber richtige Maschine. Männer und Jungs, ich sag's nur, ne? Die Prime für die Prime Boys. Hä? Geht ja gar nicht, zeig mal euch. Alter. Jo, Freunde, ich komm mal ein bisschen näher, weil die ist fotogen hier. Guckt mal, die ist voll in Bissanzeiger gerannt. Ey, ich habe ja mit sonst was gerechnet, aber Robert, du kannst mir das bestätigen. Brassen, die voll in den Bissanzeiger, also nicht nur im Bissanzeiger, aber auch in die Bremse laufen, hatten wir wenig bis gar nicht. Deswegen habe ich kurz mit allem gerechnet, aber nicht mit dir. Aber, welches Fisch? Petri! Die wollte mal ein Karpfen werden. Alter, das wird ein Flatsch. Okay, so eine große hatte ich glaube ich auch noch nicht. Sag's doch. Die ist riesig. Die sieht aus wie tot. Die ist echt tot, aber. Die ist so groß. Was ist das für ein Schiff? Keine Ahnung. Was schätzt du? 70. Na, jetzt hast du schon geguckt. 60. Du musst auf jeden Fall nochmal ausklappen. Ich denke mal 60. 70. Scheiße, das ist scheiße Maßband hier, Alter. Mach zu. Willst du einfach richtig Maßband haben? Nee, kann ich mir nicht leisten. Oh, die ist nicht mal 60. Nee, nicht mal, oder? Nee, aber die ist fett wie so. Doch, 60 Grad. Doch, kommt hin. Ja, 60, ja? Ja. Ja, ja 60. Achso, die ist 60, ja. Kopf. Aber meine ist nicht groß genug gewesen, oder? Was? Überhaupt. Die war keine 57. Ja. Das war wirklich 60. Hey, bist du ein Arsch. Ja, aufzuspinnen. Ah, Freunde. Ja, dann denk du das. Boah, 61er oder 60er? Kannst du mal runterkommen mit der Kamera? Danke. Uff, 61er Brasse. Junge, das ist ein Boot. Petri. Jo, aber die wollte wirklich ein Karpfen werden. Die wollte mal ein Karpfen werden, ja. Jetzt kannst du trillen. So, guten Morgen, Freunde. Morgen der Köcher hat. Mich habt ihr noch nicht gesehen, aber liegt doch daran, weil wir gerade erst aufgestanden sind. So. Jetzt zeig schon wieder so verballert ins Gesicht. Thomas Schuck, was ist denn da? Ein Töppel. Oh, schön. Naja, die werden größer, oder? 30 hat er schon, ne? Mach Rinder in dein Köcherchen. Komm her, Baby. Und wir zeigen hier, wir kämen. Danke. Schön. Petri, Gesichter zeige ich noch nicht aus ja, das Datenschutzgründen, wenn wir alle gerade erst aufgestanden sind. Das ist nett. Außer Looney. Haben nur die Beine. Jo, Girls and Boys and the other one. Dann sind wir jetzt auch mal aufgestanden. Aber das ist lange. Wir sind jetzt locker schon 3 Stunden wach oder so.
Thomas, deine Gestik und Mimik mache ich jetzt mal nicht nach. Das war jetzt sehr männlich. Okay. Ja, nee. Hat mich sehr gewundert, dass die Nacht gar nichts ging. Wir hatten auch heute früh die Routen kontrolliert. Die Köder waren bei allen frei. Waren die bei euch allen frei gewesen? Nee. Da vorne rauft es schon wieder. Thomas, du angelst schon wieder am Fisch vorbei, ne? Siehst du, ne? Der Blick könnt ihr jetzt töten, aber den seht ihr zum Glück nicht. Ja, nee, die Köder waren frei heute früh. Und versprochen habe ich mir mehr. Wie gesagt, war es auch das erste Mal, dass wir jetzt hier generell eine Nacht gemacht haben. Aber sei es drum. Egal, wir sind noch ein bisschen hier. Bis morgen an der Zahl, von der Zeit. Und ich fiedere jetzt einmal mit meinen bekannten Dumbbells. Habe ich sie gerade hier? Nee, habe ich nicht hier. Jeder, der sie nicht kennt, sollte mal einen Kommentar schreiben, weil ihr kennt sie eigentlich alle. Und jetzt nebenbei werde ich mal ein bisschen... Da hat es gepiept, aber es war nichts. Jetzt nebenbei werde ich mal meine Vorfächer in eine schöne Box packen. Guck mal hier. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich habe gestern, haben sie mir empfohlen hier, so eine schöne Box. Alles 10 cm Länge. Da kann ich meine ganzen Vorfächer mal schön reinpacken, weil ich habe die sonst immer in dieser Verpackung. Werde ich jetzt auch klein... Oh, hier raubt an jeder Ecke, ne? Nur nicht da, wo Thomas angelt. Sehr schön, genau. Da werde ich meine Vorfächer mal auf jeden Fall mal reinpacken hier. Ein schönes Case. Ich glaube, Case nennt sich das ja. So der Überbegriff, oder? Luni? Ja. Case nennt sich das, ne? Ja. Ja, da bleibt das alles schön trocken und sauber. Das werde ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen, weil das macht immer ein bisschen Spaß, so ein bisschen zu basteln und zu verpacken. Muss immer alles ordentlich sein. Ihr wisst ja, wie es ist als Angler. Wenn du irgendwas suchst, muss nicht ordentlich sein. Also nicht ordentlich, aber du musst bloß wissen, wo es ist, ne? Genau, jetzt starten wir erstmal den neuen Tag. Übrigens, Happy Halloween. Da wird. Piept schon wieder. Da wird aber Looney heute mal eingehen. Ne, bei mir im Beiß. Bei mir im Beiß. Das könnte auch der erste Fisch werden hier für heute. Jo, Freunde, also beißen tut's schon mal. Egal. Wir bleiben dran. Und ja, schauen mal, was der Tag so bringt. Na? Liebe geht raus. Jetzt? Oben? Ja. Boah, ich bin mal gespannt, was ist so. Oh, okay. Oh nein! Ist nicht dein Ernst. Ab! Hab's nicht gesehen. Hab's nicht gesehen. Auch nicht. Ist nicht dein Ernst. Alter! Ja. Ich bin ein bisschen vorsichtig sein, das ist super dünnes Vorfach. Boah, was für ein Fidu! Geil! Baby, Alter, was ist das denn? Thomas, Alter. Kann man einen Fisch nennen, wa? Was ist das denn? Thomas, was hast du denn da gemacht? Kleiner Abschiedsfisch. Was hast du denn da gefangen, du? Oh, Kamera. Kleinen Rapfen. Kleinen hat mir gefallen. Wie groß war er? 73. Schön. So, Freunde. Oh. Wie ihr seht, seht ihr nichts mehr. Ein bisschen hier. Ja, es passt. Wie ihr seht ihr nichts mehr. Ja, ich habe jetzt alles verpackt.
Boah, jetzt bin ich aber knülle. Ja gut, 2 Tage Nachtangeln mit, naja, ich will nicht sagen mehr Schlaf, aber so richtig ruhigen Schlaf hast du ja dann nachts nicht, ne? Ja, merkst du auf jeden Fall, man ist keine 20 mehr. Gut, ich will aber nicht rumlingeln hier. Nee, ja, das waren wieder 2 Tage am Wasser. Bei uns schön an der Saale. Da an erster Stelle geht es auf jeden Fall nochmal ganz liebe Grüße an Lönne und Thomas raus. Schönen Dank, dass ihr euch den Weg aufgenommen habt, hierher zu fahren und mit mir das gemeinsam zu zelebrieren, hier zu angeln. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man das macht. Ne? Also das spricht auch wirklich dafür, dass ihr wirklich sehr, sehr liebe Menschen seid. Dann an der Stelle geht es nochmal auf jeden Fall raus. Ne? Schönen Dank dafür erstmal. Ja, gestern habt ihr gar nicht so viel gesehen. Vielleicht der eine oder andere im Live da mit dabei war, was sehr gut angekommen ist bei euch. Habe ich aber auch dem zuschulde nicht so viel gezeigt, sage ich mal, weil ich auch ein bisschen die Zeit mit den Jungs verbringen wollte. Und habe ich auch. Deswegen habe ich die Kamera immer so ein bisschen beiseite gelassen. Außer dementsprechend ist bei Fisch gekommen. Aber es war tatsächlich so. Es war wirklich gestern sehr, sehr, sehr ruhig, was das Thema anging. Von daher habt ihr auch nichts verpasst. Ansonsten hätte ich es euch gezeigt, wisst ihr. Genau. Aber ansonsten, ja, Thomas am ersten Abend gleich mit seiner Barbe, wo er sich gleich schön gefreut hat, was mich natürlich für ihn mitgefreut hat, war auch gleich seine erste. Ich glaube, das muss ich mal zurückdenken, die 2 Tage, ich glaube 57 war die, 57 oder so. Ja, ihr habt es ja gesehen im Video, irgendwie so. Und ja, heute nochmal als krönenden Abschluss der Rapfen. Ach, Mann, das geht gar nicht, oder? Wo Thomas dann gesagt hat, Fisch, ich... Ich habe gar nicht geglaubt mehr, gar nicht mehr dran geglaubt. Relativ ufernah mit einer kleinen Ugelei, zack, genau. So wie ich in der Vergangenheit, ja, Haar im Mund, okay. So wie ich in der Vergangenheit da ja auch hier die, oder den Aal gefangen hatte, hätten ja mehrere sein können, aber genauso vom Schema F war Thomas sich auch angegangen, hat funktioniert, super. Alles prima, alles super geklappt. Auch gut, dass Thomas sich die Stelle ausgesucht hatte, weil ich an dem Vorabend dort auch geangelt hatte. Und ich habe auch den Jungs gesagt, so macht man es ja eigentlich. Das heißt, macht man es aber. Ich habe den Jungs gesagt, ihr könnt angeln, wo ihr wollt. Ich gehe dann dahin, wo Platz ist. Und dementsprechend habe ich die Stelle dann für Thomas freigemacht, weil die haben wollt. Hat sich gelohnt, hat alles super gepasst. Ja. Außer gestern bei mir halt natürlich mit dem Biss auf Köderfisch. Der Fisch, das ist immer noch ein bisschen in mir, weil ich glaube gefühlt... Luni kann das auch bestätigen, das waren glaube ich die letzten 5 Meter vom Kescher, wo man den Fisch A gesehen hat oder hätte und auch fangen hätten können. Das ärgert mich immer noch ein bisschen, weiß ich auch nicht, woran das gelegen hatte. Ja, das kann vieles gewesen sein. Wer weiß, Thomas sagt, das war ein Zander. Ich sage, nein, das war kein Zander. Das sage ich mir, aber bilde ich mir bloß ein, damit es nicht ganz so schlimm wird. Ja, nee, habt ihr gesehen und habt dann wahrscheinlich dann auch noch in dem Ausschnitt des Videos gesehen, wie ich mich da so ein bisschen geärgert habe. Aber ist vollkommen verständlich, beim Angeln mit Köderfisch wird sie den Fisch auch haben, wenn es beißt. Und ja, hat nicht funktioniert, ist nun mal so, brauchen wir nicht drüber reden. Jo, ansonsten, was hat man da noch gestern? Achso, die liebe Wasserschutzpolizei war da, die hat uns kontrolliert. Grüße gehen da raus an der Stelle, falls ihr das sehen solltet. Ist auch alles richtig so, sollte alles so sein, dass das alles ein bisschen Ordnung hat. Ja, gefühlt haben wir den Platz jetzt wieder sauberer verlassen oder werden den Platz sauberer verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Also ich will auch gar nicht zu tief auf das Thema eingehen. Also hier lag wieder eine zerdepperte Bierflasche und ach, egal. Wir nehmen unseren Müll mit, wir nehmen auch den Müll von ein bisschen von den anderen Leuten mit. Ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ne? Ja, genau. Und da Gott sei Dank hat man ja dann, oder habe ich für die beiden dann auch die dementsprechenden Fangkarten geholt, dass das alles richtig war. Bei uns hier im ortsansässigen Angelshop Gerstner, könnt ihr gerne mal vorbeigehen. Der hat nicht nur Fangkarten, der hat von A bis Z wirklich alles und ja, werdet dort auch immer top beraten. Liebe nette Leute, geht da gerne mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Und im Internet könnt ihr da auch gerne mal nachsehen, mir unter Code Freizeit10 spart ihr dann auch nochmal 10% im Onlineshop. Schaut da gerne mal vorbei und ja, muss man ja auch mal erwähnen. Ne? Genau, ne, ansonsten, nö. Habe ich jetzt nichts weiter mehr. Ah, wieder 2 Tage, war super. Habt ihr erst im, ich glaube, 2 Videos vorher habt ihr auch schon 2 Tage gesehen. Jetzt wieder. Ah, gut, ich glaube, das war auch dann jetzt auf jeden Fall das letzte Mal dieses Jahr. Weil jetzt werden die Temperaturen auch, ja, auf jeden Fall nicht mehr so schön. Also heute, das ganze Zeug muss ich nachher aus dem Auto auch wieder auspacken. Nochmal neu auspacken dann dementsprechend, weil alles nass ist. Und, nee, das fängt ja noch irgendwann an, nicht mehr Spaß zu machen. Deswegen, das werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr, was heißt wärmer? Das werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal machen. Und dann freue ich mich jetzt schon drauf. Dann an der Stelle, Freunde,
Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und jetzt beschisse, bleibt gesund. Bis zum nächsten Biss.